Ameisenhügel. Kann man da rein? Nee, schade. Okay. So, da irgendwo. Was ist denn das? Aber das, da können wir auch mal rein. Das ist doch ein Gebäude, das sehe ich doch. Au! Au! Machen wir da was! Hör auf! Bei mir vor! Also... Wie kann man nur, ne? Karma! Unholde. Na, RNK-Soldaten. Ja, was gibt's hier? Was seid denn ihr? Pack Brahmin. Keine Tür. Da ist auch nichts. Was ist das für ein lahmes Gebäude? Sunset Zabrilla Factory oder was? Ja, hier muss ja irgendwas sein. Was man doch nicht weiß, dass das hier alles nutzlos ist. Ist ja total nutzlos. Eieiei. Und dafür verschwende ich meine Zeit, meine kostbare Zeit. Nicht einmal in den Schreibtischen ist was drin. Das ist ja... bin enttäuscht. Tja. Büros von Allied Technologies, da. Ist da was drin? Oh. Gut. Da, und voran. Hopp. Ja, jetzt. Ich meine. Ja, das hast du ganz toll, hast du das gemacht, Mensch. Die Allied Technologies. Mit einem kaputten Terminal. Fehler. Kaputtes Terminal, schon wieder, ich meine, man vermutet doch bei sowas schon, dass man irgendwas finden kann, ne, so Technologie eben. Oder wenigstens ein Buch. Ah, da, so, ritterliche Sagen. Aber es ist halt kein Buch. Langweilig.
da noch mehr Gebäude dann wenigstens? Kann man da rein? Ist das eigentlich eine Tür? Nee. Ja, wie? Aber das kann Eingang. Zuginageln. Toll. Toll. Noch ein zugenagelter Eingang. Gehen hier schon wieder für eine Party ab. Wieso bin ich nicht eingeladen? Was ist das? Ein Gefängnis oder was? Oder ist das New Vegas? Was ist das? Halt, da ist ein Eingang. Da gehen wir rein. Basin Creek. Da ist die Decke eingestürzt. Zack, Fatz! Genau! Zeig deine Ameisen mal, was lang geht. Ach was. Warum macht denn ihr das nicht? Warum muss denn ich das jetzt immer alles machen? War doch sonst einmal so eifrig, da nach vorne zu gehen. Schäm dich. Oh, da liegt eine Leiche. Das ist wieder ritterliche Sagen. Aber das kann es ja nicht gewesen sein, oder? Aber das ist jetzt tatsächlich schon alles. Das war schon wieder alles. Wie kommt man da hoch? Gar nicht. So nicht. Muss da irgendwo eine Treppe geben? Hm. Gibt's aber nichts. Okay. Ja, was ist jetzt das genau? Ich will ja wissen, was das da ist. Hey! Der Hoover-Staudamm. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Naja, fast halt nur, ne? Ach, das ist wieder so ein RNK-Gebäude, oder was? Ich finde es ein wenig schade, dass einen die Hauptquests nicht wirklich an solche Orte überall bringen. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt kein kleiner Ort. Das ist ja ein Riesen... Naja, wobei, wenn man jetzt wahrscheinlich für die NCR irgendwas gemacht hätte, oder für Caesar's Legion... El Rey Motel. Da ist doch Tille oben, da kann ich doch nein. Wahnsinniger Chunky. Vorkriegs. Bla bla bla. Oh, ein toller Hut. Und war der wahnsinnige Chunky seine Drogen? Nirgends? So gar nicht. Soll irgendwo Drogen haben.
Nicht nur ein Ledergürtel. Nee. Gibt's nix. Einfach keine Fragen stellen bei sowas. Einfach sich sagen, ja, das ist halt so. Ist ja ein super Motel, du. Niedergestochene, verrückte, süchtige. Oh, da ist noch ein Hotelzimmer. Skorpione. Ede, geh aus dem Weg. Und das? Ja, und die Konsequenzen sind jetzt solche Käferle da, oder was? Arme, arme Ödländer. Klasse Hotel. McCarran Field. Hi. Melde Kampfbereitschaft. Jetzt, wo Haus tot ist, werden wir Vegas noch Feuer. Ihr werdet gar nichts. Gott, ist das ein Riesending. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Ach, darf ich nicht aufmachen. Ist ja klar. Ja, was keiner sieht, ne? Ja. Unholde. Komplett kaputte Junkies. Lassen Sie mich raten. Sie haben Arbeit für mich, richtig? Tja, zu spät. Ich habe gerade aufgehört mit der Kopfgeldjägerei. Ich hol mir noch die Kronkorken, die Daytree mir schuldet, dann bin ich hier weg. Weil ich ein paar Ziele für ihn ausgeschaltet habe. Schon mal von Jackson gehört? Nee. Oder dem Nachtschrecken? Nee. Natürlich nicht, weil sie Little Buster über den Weg gelaufen sind. Peng, tot, oh, aus vorbei. Peng, puff, wissen Sie, puff, jemand gibt Buster. Mir einen Auftrag, ich mache es. Vielleicht beschwere ich mich hier und da ein wenig, aber ich erledige den Scheiß. Ah, was machst du jetzt? Wenn ich meine Kronkorken von Daytree bekomme, gehe ich rüber ins Gomorrah und gewinne beim Kartenspielen. Ja klar, das funktioniert. Mittlerweile spielen weniger Leute im Gomorrah, also habe ich bessere Chancen auf den Jackpot. Habe ich voll durchdacht. Das ja, du bist ja ganz ein Schlauer, du. Ja, scheiße, schlagen Sie ruhig auf mein Ego. Und ich dachte, ich hätte mir hier einen Namen gemacht. Wäre ein guter Grund, mit dem Kack hier aufzuhören. Kein Ruhm. Kein einfaches Geld, keine Weiber und kein Ruhm. Scheiße, mir würden auch die Weiber reichen. Ach, scheiße, keine Ahnung. Jetzt, wenn du noch öfter Scheiße sagst, dann... Länger als die meisten meiner Jobs bisher. Ja, klar. Eine ganze Menge. Bevor ich Kopfgeldjäger wurde, war ich Karawanenwache. Man meint, das ist Pillepalle, oder? Falsch. Diese Spinner wollten, dass ich bei Sonnenaufgang aufstehe. Ja, also wirklich. Da bin ich doch erst 2 Stunden in der Kiste. Und ich brauche mindestens 10-12 Stunden Schlaf, damit ich arbeiten kann. Leistung hat ihren Preis. Wissen Sie was? Ich bin weg. Jetzt ist viel Platz. Werden wohl eine Menge Leute ankommen und es versuchen, wenn sie hören, dass ich aussteige. Ja, garantiert. Wissen Sie, ich dachte, die Kopfgeldjägerei wäre einfaches Geld. Dabei ist das harte Arbeit. Also scheiß drauf. Und da war dieses Ziel, das ein wenig zu krass für mich war. Ich meine, ich hätte ihn schon geschafft.
Aber gegen den hätte das üble Verbrennung oder analen Amok bedeuten können. Ich anale Amok? Leben, aber mein Was ist denn ein analer Amok? Meine Herren, also, nee, tschüss. Hey, klar. Ja. Die ganzen Drogen sorgen dafür, dass sie verflucht hart im Nehmen sind. Anales Amok. Eine verdammte Schande ist die Sache mit Morales. Ach, nie gehört. Nur zum Dienst an der Howdy, heiße Starling. Erste Aufklärung. Hab sie noch nie gesehen. Wenn doch, wüsste ich das. Wir kennen ihn noch nicht. Ich habe ein gutes Personengedächtnis, aber auch für Orientierungspunkte und sowas. Mhm. Mach die Übung. Und wenn man viel die Gegend erkundet. Okay. Ich nenne sie Lalonge Carabine. Hatte Oho. Nicht immer ein Zielfernrohr, das habe ich selbst dran gebaut. Oho. Ich schieß schon so lange mit ihr, da konnte ich sie nicht wegwerfen. Würde mich schuldig fühlen, wenn das alte Mädchen und ich uns trennen. Die anderen Scharfschützen setzen auf Zylinderverschlüsse, aber Gorobets meint, dass es egal ist, solange ich nur mein Ziel treffe. Okay, ja. War mal ein Ranger, einer der ersten, die nach Osten geschickt wurden, bevor wir den Staudamm einnahmen. Aufklärung und Erkundung. Wir erstellten Karten, überprüften die Einheimischen und blieben unauffällig. Ein paar Freunde von mir haben den Staudamm das erste Mal erkundet. Das war schon 73, wenn ich mich nicht irre. Viele von diesen Rangern sind jetzt tot. Vegas hat schon immer Leute aufgefressen. Heutzutage ist das nur ein bisschen wörtlicher zu nehmen als früher. Tja, ich hatte keine echte Wahl. Wurde oben bei Mel Pay von Legionären geschnappt. Sie hatten ihren Spaß mit mir, haben meine Hände und Füße ganz schön in die Mangel genommen. Mhm. Mit Pistolen konnte ich danach nicht mehr viel anfangen. Auch lange Erkundungsmärsche fielen aus. Caesars Jungs dachten wohl, dass ich nirgendwo mehr hingehe, nachdem sie fertig mit mir waren. Also haben sie mich nicht gefesselt. Bin auf Ellbogen und Knien rausgekrochen. Was war das wohl für ein Anblick? Dann bin ich die Böschung des Colorado runtergerollt. Wollte lieber saufen, als Caesars Jungs die Befriedigung zu geben, mich zu töten. Aber ein paar Ranger lagen am anderen Flussufer in Stellung, sind reingesprungen und haben mich rausgezogen. Glücksfall, so nannten sie das. Ach, das ist schon Glücksfall. Wir werden bald 6 Monate, aber wir werden wohl bald verlegt. Darf dazu jedoch nichts sagen. Oho. Bis dahin bemannen wir die Türme und achten auf die Unholde. Wir hatten aus der Richtung schon mehr als genug Ärger. Das riecht für mich alles nach Caesar. Ist natürlich nur geraten, aber ich würde darauf wetten, dass er die Einheimischen gegen uns aufhetzt. Gut. Es ist mir immer ein Vergnügen. Passen Sie auf sich auf. Ja. Verpflichtet, um näher bei Ihrem Mann zu sein. Corporal Betsy. Hab Sie noch nie hier gesehen. Was wollen Meine Sie? Herren, alle sagen mir, dass Sie mich noch nicht gesehen haben, das ist doch klar. Ja, Kuckuck ist Sie tot. Sie haben ihn getötet? Tja, scheiße. Und ich hatte mir schon einen ausgeklügelten Racheplan überlegt. Hätte ihn wohl nie umgesetzt, aber solange der Fettsack noch lebte, konnte ich wenigstens so tun, als ob ich ihn umsetzen würde. Hier, ich schulde Ihnen was. Nehmen Sie es und verschwinden Sie von hier, bevor ich noch meiner inneren Schlampe nachgebe und den Moment versaue. Pff, ich keinen Plan, wen aber, naja, sehr wahrscheinlich. Hey Kumpel, Pik 10 Scharfschütze der ersten Aufklärung zu Ihren Diensten. Der LT, Gorobets gab ihn mir. Ich wollte immer das Pik Ass sein, aber der LT meinte, dafür bist du noch zu grün. Also nannte er mich die 10. Wenn ich so weitermache, dann werde ich zum Ass. Aber die Königin überspringe ich wohl. Ha, alles in Ordnung? Oh ja. Alles gut. Nur etwas stottern. Hatte es schon als Kind. Kann trotzdem in Asche treten. Hey, das muss nicht sein. Oh, okay, Brummin-Scheiße. Zum Glück für Sie sind wir auf der Basis und darf Zivilisten vermöbeln. Aber jetzt verziehen Sie sich. Sie haben Präsident Kimball erwischt. Alles hängt. Ich bin Lieutenant Gorobets, erste Aufklärung. Wenn Sie ein Kopfgeld kassieren wollen, dann sprechen Sie mit Major Daytree. Wenn Sie sich als besonders hartnäckig erweisen, dann ja. Dabei ist alles erlaubt. Selbst die Hilfe von Zivilisten wird angenommen. Wir sind die beste Scharfschützentruppe in der ganzen RNK. Wenn ein Ziel auf 800 Meter eine Kugel ins Auge bekommen soll, ruft man uns. Teile meines Teams haben aber auch ihre Narben davongetragen. Zum Beispiel Betsy und Sterling. Was mit Betsy? Kuckuck, einer der Unholde, hat sie und Pik 10 überfallen.
Sie konnten beide entkommen, aber nicht bevor Kuckuck sie vergewaltigte. Betsy hat es abgeschüttelt, als wenn nichts gewesen wäre. Aber ihr Verhalten wird immer schlimmer. Dauernd baggert sie vorbeikommende Frauen an. Ein Mitglied der ersten Aufklärung sollte sich so nicht benehmen. Ich könnte sie disziplinieren, aber sie braucht psychologische Hilfe. Ich weiß das zu schätzen. Als ihr befehlshabender Offizier kann ich ihr zwar eine Therapie befehlen, aber sie sollte der Therapie auch zustimmen. Corporal Sterling war ein RNK-Ranger, bis er von der Legion gefangen genommen wurde. Sie haben ihn ziemlich schlimm gefoltert. Er konnte keinen Ranger-Dienst mehr verrichten, aber er hat scharfe Augen. Also habe ich ihn in die erste Aufklärung versetzen lassen. Wir sind die Beste. Das weiß ich doch schon. Also dann. Wo sind die Betsy? Betsy, komm mal her nochmal. Betsy. Ja. Da. Der Lieutenant hat mit Ihnen geredet, oder? Schauen Sie, ich brauche keinen Seelenklempner. Ich bin verdammt nochmal erste Aufklärung. Die anderen heulen ja auch nicht wegen jeder kleinen Schramme und jedem blauen Fleck rum, oder? Naja. Hier, mentale Bewirkung, klar, wie eine Verletzung. Sind Sie Schwachstelle? Ich weiß es. Da. Es ist also auch nur eine Art Verletzung? Nun, wenn man es so sieht, in Ordnung. Sagen Sie dem Lieutenant, dass ich nachgebe. Es gibt eine Dr. Yusanagi, die gut bei sowas sein soll. Kaum, außer sie zählen un... Ja, das ist doch jetzt... Okay. Die Legion kämpfen... Ja, das ist uninteressant. Wie wäre es mit einem Date? Danke für die Hilfe mit Yusanagi und überhaupt. Aber ich mag meine Partner immer noch groß, blond und weiblich. Gut, dann haben wir nichts weiter miteinander zu reden. Warum gehen Sie mir nicht aus den... Nee, ist kein Problem. Ja, also, Körpere Betsy. Der LT hat Ihnen davon erzählt? Scheiße, Mensch. Ja. Es war... Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Boring. Ich bin irgendwie total gelangweilt von diesen ganzen Gesprächen hier. So, ich hab da hier... Ja. Da ich bitte... Ich bin bitter Root. Der Name kommt von den Kahnen. Sie wissen schon, die Großkahne. Meine Eltern gehörten zu ihnen. Ich dachte mir, wenn ich schon bei den Drecksäcken aufwache, dann schulden sie mir auch einen Namen für alles, was ich durchmachen musste. Mhm. Sie sind tot. Sind bei Bitter Springs draufgegangen. Geschah ihnen recht, wenn also, bitte. So was sagt man doch immer nach seinen Eltern. Es tut ihnen leid? Mir überhaupt nicht. Bitter Springs ist das Beste, was mir je passiert ist. Auch das Beste, was meinen Eltern je passiert ist. Sie waren so schlimm wie der Rest. Vielleicht schlimmer. Ja, das meint's doch nicht ernst. Guter Mann, Sie haben meine Eltern nie kennengelernt. Mein Dad hat sich bei jeder Gelegenheit grundlos mit allen möglichen Leuten angelegt. Das ist doch kein Grund. Er hat mir auch das Schießen beigebracht. Wissen Sie wie? Er ließ mich auf RNKler schießen. Nicht nur auf Soldaten, auch auf Zivilisten und Kinder. Dann haben er und seine Kumpels was eingeworfen und über ihre Opfer geprahlt. Ein Haufen Tiere. Und meine Mom? Ein paar Mal wollte sie mich bei so einem Wichser gegen Jet tauschen. Sogar die anderen Kahne sagten, dass sie nutzlos ist. Sie gaben sich nur mit ihr ab, weil sie, wie sagte mein Dad so schön, einen verdammt geilen Arsch. Ja, das ist doch mal was. Total abwehrend. Bei den Kahnen ist man nicht erwachsen, bis man eine Tracht Prügel kassiert hat. Alle sitzen im Kreis und schlagen auf einen ein, bis man halb tot ist. Danach darf man, wenn man nicht um Gnade gefleht hat, sich einen neuen Namen aussuchen. Einen, den man den Rest seines Lebens trägt. Als die RNK die Kahne bei